Hallo YouTube und herzlich willkommen zu Let's Play 4 Part 12. Jetzt schon. Ja, hier ist gerade der Roboter kaputt gegangen. Jetzt bin ich gerade auf dem Weg, den Hubschrauber. Ach, den. Fahrstuhl hochzugehen. Und die Musik ist ziemlich aufregend gerade. Wird bestimmt. Da sagt man davon, dass die Musik aufregend ist und ist sie zu Ende. Yay! Ich will Battle. GSA Sturmgewehr. Habe ich irgendwas, was leer ist? Das Ding ist nicht leer. Irgendwas cooles? Eine Weste? Schrotflinte? Nö. Ich fühle mich gerade verarscht. Nur so ein bisschen. Das ist jetzt auf beiden Seiten. Oh ja. Also fahre ich doch einfach mal wieder hier runter. Oder ist hier irgendwas? Ah, eine Leiter. Muss ich bestimmt dran. Da liegt eine Leiche. Die will ich haben. Und da liegt doch irgendwas. Ich glaube, da kann man auch hin. Warnung. Toxische Substanz entdeckt. Ach, da kann ich. Bing rot. Komm schon. Nicht rot. So, jetzt bin ich ja schon auf der anderen Seite. Jetzt müsste hinter mir der Lüftungsschacht sein. Ja, dann kann ich da hin zu der Leiche. Was ist hier? Partikel. Oh yeah. Warte, ich brauche noch eine zweite Waffe, die ich dabei usen kann. Das Ding macht aus Menschen Knochen. Und es hat einen ziemlich geilen Scope. Dass nicht mal das Scharfschützengewehr hat. Und jetzt kann ich, glaube ich, das Gas absaugen, oder? Jo. So, eben noch den Anrufbeantworter hier abhören. Zack. Wir haben zwei neue Nachrichten. Erste Nachricht von Bill Moody. Hey Janice, hier Bill Moody. Ian Hives hat mich zur South River Kläranlage geschickt, um Abwasser zu untersuchen. Meine Ergebnisse beunruhigen mich, da die Abwässer aus Wohngebieten stammen. Oburn könnte der Ursprung sein, was einiges erklären würde. Ja, hier ist Ian. Also, ich wollte nur Bescheid sagen, dass sich Bill Moody bei Ihnen melden wird. Am besten tun Sie so, als würden Sie sich tatsächlich für seine Bedenken interessieren. Ich glaube, er will nur sicher sein, dass jemand von den Bossen den Ball fängt und sich drum kümmert. Ich habe ihn abgewiesen und jetzt ist er sauer, daher kommt er dann wohl zu Ihnen. Lassen Sie mich wissen, wie es gelaufen ist. Ende der Nachrichten. Ach, so ist das. Na, der Ethan Hunt, Heinz, oder wie der heißt, der ruft ja öfters an. So, Munition, Munition, Munition und noch ein Laptop. Die Daten werden hochgeladen. Tja, das bestätigt, dass Perso als telepathisch begabte Kommandanten für die Arbeit mit Klonsoldaten auswerten sollte. Aber offenbar war Paxton Vetter der einzige Commander in diesem Programm. Seltsam ist, dass sie ihn als zweiten Prototyp bezeichnen. Na, dann gab's wohl schon irgendwen vor ihm. Oder die meinen Alma damit. Aber das weiß ich nicht. Jetzt probieren wir doch gleich mal unsere Knarre hier aus. Wenn immer Gegner kommen würden. Gegner? Ah, Checkpoint. Was heißt? Action. Meistens. Ah, jetzt kann ich Selbstschussanlage spielen. Ist auch eine coole Funktion. Oh, ich gehe schon drauf. Also unten links müsste mein Leben da, diese drei Balken. Wie lange muss ich das jetzt machen?
Keiner mehr Bock. Alles klar, dann hören wir erstmal auf. Ja, hier durch bestimmt. Verstecken. Nee. So. Ja, meine Taschenlampe. Und das meine ich mit deutsche Version sind scheiße. Oh meine Fresse. Oh ne, das ist. Die haben ja komplette Gameplay mit rausgenommen. Da fehlt ja jetzt nicht ein Stück. Sondern fehlt ja richtig viel. Eigentlich wären das Skelette nachher. Nicht, dass sie einfach verschwinden und so. Das macht die Waffe ungefähr überhaupt nicht mehr cool. Oh, da. In eine Taschenlampe. Naja, dann werde ich die Waffe auch gleich holen. Ja. Komm her. Hier, ich komme mal extra hier hin. So, tschüss. Naja, also das Ding ist total uncool. Weil das einfach gar nicht so cool ist, wie er ankert. Weil dann werden das nämlich einfach Skelette. Auf so stöhnen, scheiße. Ach, und in der deutschen überleben die natürlich auch zwei Schuss davon. Hey, was ist mit dem Blut los? Sieht voll komisch hier aus. Hier geht das noch und da voll pixelig. Ach, da ist glaube ich wieder ein Missionsabschnitt zu Ende. Irgendwie ist es auf den Uhr noch immer gleich spät. Egal, ob man schon 4 Stunden durch die Gegend latscht. Und? Ja, irgendwie ist das immer, dass das Kapitel zu Ende ist, wenn man runterspringt. So, weiter geht's. Liegt da bestimmt irgendwo was. Manu, ist nicht so wie bei Dead Space, dass man über. Boah, komm. Das Ding will ich in die Hand nehmen können. Ne, hier ist nichts. Geht's da durch? Ne. La, ein Booster. Es war nicht meine Schuld. Ja, dann war es nicht deine Schuld. Ein Booster. Sie haben eine neue Nachricht. Erste Nachricht von Genevieve Aristide. Ian, können Sie mir Kopien des Materials Ihrer Arbeitsgruppe über Origin-Anomalien schicken? Harlan sollte mich täglich informieren, aber der scheint alle Hände voll mit seinem Privatkrieg zu tun zu haben. Hoffentlich versprüht er nicht allzu viel Gift bei den Leuten. Ich übernehme die volle Verantwortung für das, was dem Team zugestoßen ist. Aber das bringt die Leute nicht zurück. Und jetzt ist auch nicht die Zeit für Schuldzuweisungen. Wir müssen als Team arbeiten, um die Krise zu bewältigen. Vielen Dank. Ende der Nachrichten. Also ich finde das mit der Lampe ziemlich genial gemacht. Also ich finde, das sieht gut aus. Dass sich das alles auch so dreht. Vernünftig mit. Sie schon wieder. Sie wollten ihre Sünden begraben und pflanzten stattdessen die Saat ihrer Vernichtung. Ich dachte, den Typ gibt's wirklich. Es wird Krieg geben. Ich sehe es in meinen Träumen. Feuer, das die Erde verschlingt. Tote auf den Straßen. Städte zerfallen zu Staub. Vergeltung. Ich dachte, diesen Wechselzettel, den gibt's ja wirklich. Aber warum ist er denn auch nur... Pui, warum ist er denn auch nur in seinem Kopf?
Also, die Alma und der andere Typ, die sind ja über Telepathie mit dem verbunden. Also, sprich, der sieht die nicht richtig, aber ich dachte, der Paxton Vettel wird hier wirklich rumlatschen. Da liegt noch ein Booster. Naja, kann ja sein, dass der auch nur in seinem Kopf rumspinnt. Weil das ist ja alles so mit Telepathie und sowas. Irgendwie sieht hier alles ziemlich gleich aus. Ich wusste nicht. Nein! Mir war nicht klar. Die Toten bleiben tot. Oh, hab nur mal Bock, um Kurve zu gehen, wenn man da vorher im Schatten schon einen Typen sieht. Irgendeine Spur von Heiß? Nein, wir haben die Party wohl verpasst. Hi, die Party habt ihr nicht verpasst, meine Freunde. Oh yeah. Ja, jetzt haben wir noch gleich schon wieder volle Medikits. Ich muss auch gleich mal wieder Stress kommen. Fall ab. Ach, Schrotflinte, habe ich genug Munition. Wow. Ein schönes Donner. Aber erstmal will ich die beiden Schüsse noch zerballern. Und da setze ich natürlich auch noch einen daneben. Ja, doch nicht. In Space. Ist hier noch irgendwas Cooles? Ah, ein Laptop. Hier noch ein paar Infos über Vettel. Er wurde als Teil eines Projekt Origin entwickelt. Der erste Prototyp war wohl ein Fehlschlag. Vettel war der zweite. Einen dritten gab es nicht. Ein paar Jahre nach seiner Geburt haben sie das Handtuch geworfen. Ja, das sagt wohl, dass Paxton Vettel auch nicht gewollt war, wirklich. Oder dass er auf jeden Fall nicht so gut war, dass sie weitermachen wollten. Ach, hier kann man sehen, wie die alle leidet. Alter, kann sich voll nicht entscheiden zwischen mir und... Ich helfe euch mal kurz, damit ihr euch nicht so entscheiden müsst. Und du da hinten, bist auch mal ruhig. Danke. Danke, danke. Noch einer der Stresse. Hier, da, ein bisschen, da. Ja, und wenn man mal keinen Bock hat, dann kommt sowas. Hier, irgendwie noch dicke Nates. Da, eins, zwei. Und ein Schuss noch. Pack. Nein. Die. Die Dinger sind voll ätzend. Geht doch. Medikit. Und ganz viele Waffen, die ich gerade mal sehe. So. Oh, Pistol. Oh, jetzt habe ich gerade hier so geile Waffen. Will ich eigentlich nicht meine. Aber die Pistol, die kriegt man so wenig Munition für. Obwohl die Waffe eigentlich mega geil ist, die Pistol. Aber irgendwie sparen die hier mit der Munition für das Ding. Checkpoint wird geladen. Shit. Vettel scheint hinter dieser Alice Wade hier zu sein, die mich schon erwähnt hat. Offenbar wieder zum Verwaltungsgebäude. Sie müssen sie vor ihm finden. Vielleicht kann sie uns sagen, worauf Vettel es abgesehen hat. Kann ich da durchschießen? Ja. Boah, die Pistole ist einfach die geilste. Ist er da noch hinter? Also die Pistole, oh, die rockt einfach. Keine Ahnung wieso, die ist einfach geil. Ist einfach noch so oldschool und einfach so wenig Schuss und also schießt so langsam. Ruf mich an, okay? Ich versuch's auf deinem Handy. Ende der Nachrichten.
So, mein Handy klingelt, das heißt, der Part ist leider schon vorbei. Ja, kommentiert mich, abonniert mich, bewertet mich, euer Maxro. Bis denne, tschüss.